Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Chroma Gun. Und wer die Folge gestern, Folge 9 war das, schon verfolgt hat, der wird sich jetzt denken, hä, dieses Rätsel hatten wir doch schon. Und da habt ihr vollkommen recht, denn gleichzeitig habt ihr bestimmt gestern auch gesehen, dass die Folge, die ich aufgenommen habe, vollkommen asynchron war. Ich weiß leider überhaupt nicht, woran das gelegen hat. Die Source-Datei war ebenso asynchron, weswegen ich blöderweise nicht mal die nutzen konnte, um sie neu zu rendern oder sowas. Huch. Okay, ich dachte, ich habe das Ding getroffen. Das wäre echt dramatisch gewesen. Ach shit, ich habe vorhin vergessen, dass ich das Ding in der Ecke zuerst aktivieren muss. So viel dazu, ich wollte nämlich gerade sagen, dafür kommen wir heute mit den Rätseln aber viel schneller durch. Wie ihr seht, nicht so wirklich. Aber gestern habe ich, natürlich deutlich länger an den ganzen Sachen gerätselt, als ich das gerade eben tue. Und das Ding ist, ich nehme diese Folge, die ich gerade aufnehme, nun auch schon zum zweiten Mal auf. Beziehungsweise dritten Mal. Ich glaube dritten Mal. Denn ich habe krampfhaft versucht, Dextery dazu zu bringen, dass er mir... Du kommst dahin und da und da und da und so. Dass er mir das alles mal synchron aufnimmt oder sowas, aber Dextery weigert sich irgendwie strikt. Ich habe das Ding abgedatet und so weiter und so fort, aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, woran es so wirklich liegen kann. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mit Shadowplay die nächste Folge auf, nehme mein Sound separat auf und damit hat sie es dann gegessen, hoffentlich, denn ich möchte es nicht nochmal aufnehmen. Das Ding ist, die Aufnahmen davor, die waren eigentlich so gut. Besonders die Originalaufnahmen, die haben mir echt wirklich gut gefallen. Dich muss ich mitnehmen. Und was das Traurige an dem Ganzen ist, ich kenne die Rätsel halt jetzt schon auswendig, ne? Da lang. Achso, ich muss dich ja hier lösen. So, und so, und so. Und ich mag es eigentlich viel, viel mehr, wenn man, Rätsel blind löst und sowas. Aber das ist jetzt leider in diesem Fall nicht mehr so wirklich möglich. Aber ich hoffe, wir können es trotzdem noch so ein bisschen unterhaltsam für euch machen. Wir? Oh Gott. Ich klinge, als wäre ich schizophren. Jetzt könnte ich hier eigentlich knallhart einen Speedrun starten, weil ich ja die Rätsel schon kenne und weiß, wie man sie jeweils löst. Und ich kenne sie nicht nur einmal, ich kenne sie auch mehrmals. Aber na gut, dafür müsst ihr euch nicht so sehr mit der Hand an die Stirn klatschen, wenn ihr mir bei den Rätseln jeweils zuschaut. Ich hoffe doch sehr, dass der Asynchronitätsfehler nicht nochmal auftaucht. Wie schon gesagt, ich konnte die Source-Datei auch nicht nutzen. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Habe ich das in irgendeiner meiner alten Aufnahmen gesagt? Ich sehe, verdammt, das habe ich beim letzten Mal auch getan, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich sehe langsam bei meinen Aufnahmen nicht mehr durch. So, dich machen wir auch. Dann wirst du nämlich davon angezogen. Und dich machen wir einfach nur aggro. Okay. Dann kommen wir mit, lieber Blauer. Und fühle dich von hier angezogen. Sehr gut. Ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, hey. Ach nein, hätte ich nicht. Ein paar Leute haben ja gestern schon die Folge gesehen. Na gut, ich wollte gerade sagen, ich hätte ja sagen können, hey, ich habe es total drauf und ich habe natürlich alles jetzt auf Schlag erst gespielt und so. Und weiß eben genau, was ich zu tun habe. Aber ich glaube, das würde mir wohl keiner abkaufen. So, du wirst jetzt gelb. Komm mal mit. Ach, falsche Richtung. Ja, das ist ein bisschen böse auf uns. Aber muss er gar nicht sein, denn er findet gleich seinen neuen Platz in der Gesellschaft. Und zwar... Oh nein, ich habe was ins Auge bekommen. Ah, ich sehe nichts. Und zwar hier auf dieser Fläche. Damit wir durch die Tür hier hinauskommen. Also ich habe eigentlich noch keine so schlechten Erfahrungen mit Shadowplay gehabt. Hier die Originalaufnahme hättet ihr zu diesem Rätsel sehen müssen. Ihr hättet so... Oder habt ihr sie gesehen, weil ich sie gestern doch schon gebracht habe und jetzt quasi nur durch den Reupload die Folge verändert habe? Ich weiß es nicht genau. So, kommt mal mit, Kollegen. Ganz wichtig, kommt nur auf eine Seite mit. Genau. Denn ansonsten bin ich ziemlich in den Popo gekniffen. So, eingesperrt. Und...
Nein, ich habe den gleichen Fehler wie erst gemacht. Oh Gott, bin ich dumm. Wir gehen noch eine Runde. Hier rum bitte. Danke. So, mein Freund, und du gehst jetzt darüber. Sehr gut. So, und bevor er hier lang trudelt, machen wir zack, zack und sowas und sowas auch noch. Und lösen ihn von seinen Fesseln der Ehe mit diesen Wänden. So, und darum. Und schon kommen wir hier lang. Bei der allerersten Aufnahme, ich weiß gar nicht, haben welche von euch die noch gesehen, bestimmt. Da habe ich erstmal stundenlang mit diesen Viechern hier gerungen, weil ich nicht wusste, wo sie lang müssen. Und in der nächsten Aufnahme, denn drei Folgen waren das eigentlich ursprünglich gewesen, habe ich damit verbracht, die folgenden Rätsel zu lösen bis zum Ende des Spiels. Aber das werdet ihr leider jetzt nie zu Gesicht bekommen, aber es war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Mir gefiel auch die Tonaufnahme an sich. Du gehst darüber. Weil ich viele dämliche Sachen gemacht habe, die eigentlich ganz lustig waren, wenn man das so im Nachhinein ein bisschen betrachtet. So, sprüh's an. Achso, ich habe natürlich eine Wand gewählt, die nicht gesäubert wird. So. Ungefähr hier. Bis ich das gesehen habe, dass man diese Wand ansprühen kann, anstatt den anderen, wenn... ihr glaubt nicht, wie lange das gedauert hat. Weil ich dachte, man kann zwar durchgucken oder sowas, aber mir war nicht bewusst oder nicht mehr bewusst. Wir haben es, glaube ich, in irgendeinem anderen Raum gelernt, dass durch diese Räume die Anziehungskraft, also durch die Glaswände, die Anziehungskraft auch wirkt. Aber ich habe es komplett vergessen. So, das ist ja eigentlich ganz lustig, denn wir holen uns jetzt aus jeder kleinen Abteilung solche kleinen Bösis hier ab. Kommt. Und bringen die an ihren Bestimmungsplatz. Ich habe jetzt die gelben, das heißt, ich darf mit ihnen hier lang. Dann hole ich die lilanen aus ihrem Gefängnis, sobald die hier hinten rangekommen sind. So. Kommt. Mal schnell schauen, wo... Hier müssen wir lang. Wenn ich in die andere Richtung gehe, habt ihr gesehen, da sind die Wände lila. Dann würde das von denen angezogen werden und ich hätte quasi nichts gekonnt. So, warten wir mal kurz. Und jetzt holen wir die raus. Grün. Wo war nochmal? War hier grün? Ja. Genau. Ich lehne mich immer um mein Mikro rum und zu der Wand hin, weil ich denke, dort sehe ich dann mehr. Ich weiß auch nicht. Deswegen kann es sein, dass der Sound manchmal ein bisschen lauter und manchmal ein bisschen leiser wird. Je nachdem, wohin ich mich gerade lehne, um zu sehen, was so abgeht. Generell haben mir die Rätsel aber sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich an manchen so lange gehangen habe, dass am Ende drei Folgen rauskommen. Ich werde es übrigens so machen, ich habe ja jetzt schon Erfahrungen mit den Aufnahmen, deswegen weiß ich, wie lange ich ungefähr brauchen werde, bis das Spiel zu Ende ist. Ich werde diese Folge in zwei Folgen splitten, einfach um zu schauen, ob der Sound dieses Mal synchron ist. Bitte, Herrgott, mach, dass es synchron ist. Ich möchte nicht noch eine Aufnahme starten. Es liegt ja auch absolut nicht am Spiel, weil im Spiel sehe ich alles synchron. Es ist erst tatsächlich in der Aufnahme, dass es dann plötzlich rumzickt. So, zurück zum Spiel. Diese tollen Dinger, ne? Da habe ich ja auch eine Weile gebraucht, um zu schnallen, was die tun, denn wenn man so auf die drauf drückt... Habe ich jetzt sofort getroffen? Nee, habe ich nicht. Dann sehen wir, dass hier irgendwelche Platscher kommen. Und ich dachte mir, was zur Hölle? Aber die machen nämlich Folgendes. Die sprühen die Wand hier gegenüber an. Jetzt wird diese hier wieder sauber gemacht. Das Ding geht dorthin. Und wie wir von hier sehen können, ist dort eine Fläche, die diese Tür für uns aktiviert. Diesen Mechanismus brauchen wir gleich nochmal. Indem wir... So. Machen. Und warten, bis die... entsprüht sind, denn dann kommt ihr ja automatisch durchgeflutscht. Habe ich beim ersten Mal ein bisschen länger gebraucht, vor allen Dingen bei dem Taktikwählen, in welche Richtung ich schießen muss, damit es auch wirklich dorthin sprüht, wo ich das hingesprüht haben will. Also an manchen Stellen könnt ihr froh sein, dass ihr nicht dabei gewesen seid. Hier, das ist auch ein recht einfacher Raum. Er sieht mega komplex aus, weil hier hinten diese ganzen
Dinger auch noch in separaten Kabinen sind, die man irgendwie aufmachen muss und sowas alles. Falls man hier irgendwo anders reinkommt, dann nehme ich zumindest an, dass Bösis aus den anderen Türen kommen. Aber ich habe das Rätsel tatsächlich auch schon beim ersten Mal richtig gelöst. Denn hier sehen wir 13 und hier andere Zahlen. Deswegen wenden wir einfache Mathematik an und rechnen 8 plus 4 plus 1. Und haben 13 und dürfen durch diese Tür gehen. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir haben noch 3 Minuten ungefähr Zeit für die nächsten Rätsel. Ich werde dann... genau, an das Rätsel erinnere ich mich auch noch. Das ist nämlich mega fies. Hier kommen wir in den Raum, sehen hier drin den roten. Wenn wir hier drauf treten, geht die Tür in der Mitte auf und wissen quasi nicht, was wir tun sollen. Aber hier so hinten in der Wand versteckt sich ein Dilana. Mega fies gelöst. Verzeihung für die kurze Pause, meine Stimme ist weggeblieben. Mega fies gelöst, aber eigentlich doch schon mega clever. Denn wenn das sich auf diese Schaltfläche stellt, kommt der rote raus und wir dürfen hier so rein. Was ich beim ersten Spielen, als ich noch unerfahren und jung war, gemerkt habe, hier kommen Bösis raus. Deswegen wollen wir auf gar keinen Fall, dass die da rauskommen. Und geben unser Bestes, dass wir den gelben hier nicht anlocken. Deshalb machen wir erst das und das. Und dann, sobald das wieder sauber ist, holen wir uns den blauen hier ran. Dann öffnet sich diese Tür und wir können das hier violett machen. Und wir müssen auch noch das und das und das und das violett machen. Und diese Wand braun, damit wir schlussendlich diese violett machen können. Und quasi einfach nur noch gemütlich vor dieser Tür abwarten, bis der rauskommt. Ach halt, doch nicht gemütlich abwarten, denn der wird noch hier festgehalten. So. Jetzt können wir gemütlich weitergehen. So, was für Rätsel haben wir denn jetzt noch? Ah, dieses Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Rätsel. Oh. Das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das geschnallt habe. Also das Prinzip bei diesem Rätsel ist, dass sich hier diese gelben, die kommen hier gleich angetrudelt, die ganze Zeit rundherum bewegen, weil sich hier anscheinend gelbe Flächen befinden und sie die ganze Zeit im Kreis geführt werden. Das sorgt wiederum dafür, dass sich hier ab und zu immer wieder irgendwelche Türen öffnen, in denen wir witzige Sachen tun können. Aber liebe Leute, ich würde sagen, bevor wir diesen Raum lösen oder beginnen wir mit diesem Raum, ich würde sagen, mache ich mal eine kleine Aufnahmepause, schaue nach, ob bitte, bitte, bitte diese Aufnahme synchron ist. Und falls sie synchron ist, dann nehme ich direkt die zweite danach auf und hau die auch heute raus. Als Ersatz quasi dafür, dass die Folge von gestern gleich gelöscht wird, sobald die neue Aufnahme da ist. Und diese als Reupload quasi hochkommt, obwohl es kein richtiger Reupload ist, denn es ist ja quasi eine neue Folge. Ohne die alten Sprachdateien, was echt traurig ist, die waren lustig. Aber na gut, ich checke mal, ob der ganze Kram synchron ist. Wenn es synchron ist, dann kommt diese Folge heute raus. Und ein bisschen später noch eine weitere, die eigentliche Folge von heute. Und dann sollten wir eigentlich durch das gesamte Spiel schon durch sein. Ich entschuldige mich nochmal für die Asynchronität. Ich habe es echt während der Aufnahme überhaupt nicht gemacht, habe das Spiel durchgängig bis zum Schluss dann aufgenommen, sodass alle kommenden Folgen auch asynchron sind und ich sie leider komplett wegschmeißen kann. Aber ich wollte unbedingt euch zeigen, wie das Spiel ausgeht, denn es macht mir mega Spaß und auf jeden Fall das Ende ist auch sehr, sehr lustig. Also freut euch schon mal darauf. Ihr seht es ja ein bisschen eher als bei meiner Verpeiltheit ansonsten. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.